Mit 7 ich schon wunderbar, drauf folgt der lang ist schon Laufbahn. 6 Jahre Primar, 6 Jahre im Gym, im Nachhinein gar nicht so schlimm. Aber auf der erste Schlag ins Gesicht musst gern nicht so lang warten, weil nach der Matur wirst du zurückversetzt in RS Kindergarten. Doch auch das ist irgendwann vorbei, nur ein paar bleiben kleben. Darum schreibe ich mir zwar das Studentenleben, und währenddem man das Leben genießt, krass, wie schnell die Zeit verfliegt. Es wär perfekt, wenn's bei das fließt, wenn man nebendran nicht lernen müsst. Und nirgends, wenn, da kommt der Tag, da hast du den Bachelor im Sack. Und du bist bereit für den Arbeitsmarkt. Eine Bewerbung da, eine Bewerbung dort, eine Absage da, eine Absage dort. Und sogar für quasi Frontendspraktika müsste mindestens 2 Jahre Erfahrung haben. Das regt mich jetzt gerade schon ein bisschen auf. Ich google es schnell und kommen drauf, in Bangladesch, dort machen sie das top. Dort hast du mit 7 schon dein erster Job. Ich erzähle euch jetzt mal ein kleines Geschichtchen über Ilse und Manfred und ihre Abenteuer im Altersheim. Ilse ist mit 74 echt noch kein Befeit. Doch bei ihrem Mann, Manfred, hat er das Ding sich langsam Zeit in ein Betreuungsheim gewonnen. Der nächste Lebensabschnitt und Ilse denkt, leider heisst mir zu blöd, dann komm ich halt mal mit. Jetzt stehen sie doch vor dem grauen Block, wo Altersheim draufsteht. Ilse merkt, wie sie ihre Vorfreude beim Abblick von dem Haus verlässt. Zögerlich gehen sie rein, kriegen ihr Zimmer, jetzt hängt der Duft vom Vormieter drinnen. So weit, so schlecht. Doch das bringt Ilse aus dem Konzept nicht raus. Sie packt ihr Sirup und Konfisus. Sie holt Bewohner von nebendran, rollt sie ins Zimmer und dann fängt sie Kochkünste sind bei Freunden und Verwandten wohl bekannt. Ein paar von denen erwarten ihre neuesten Kreationen jeweils gespannt. Kapunz mit Kokablättern, das ist ja noch harmlos. Sie würzt ihre Gerichte mit verschiedensten Drogen, die Welt sich so farblos. Das Talent braucht Ilse, um den Altersheimalltag halbwegs zu überstehen. Und jeden Abend bildet sich ein Schlangenfriedenzimmer im dritten Stock. Der Manfred geht als Türsteher auf und 10 Minuten später sind alle schon drauf. So weit, so gut. Als erstes kommen dann die Muffins weg und auch der Cannabis-Sirup erfüllt seinen Zweck. Alle streichen sich mit Speed-Gumpf ins Brot, pürieren sie und dann geht's richtig los.
ein Hörgerät braucht, ein Rollator, ein Flügel quer die Luft. Partytime im Altersheim. Nur das Pflegepersonal findet's nicht so geil. Und wenn's nicht gestorben sind, sind's wahrscheinlich heute noch hei. Ich fahre mit meinem Velo durch die ganze Stadt. Es ist bitte ein alter Klepper, aber es fährt noch so gatt. Mein Vorderrad, nicht das Hinterrad, macht das Riesenacht. Dafür im Hinterrad ist der Reifen platt. Ja, nun, weil immerhin hab ich nie einen Helm an. Falls mir doch, als wenn das Auto mal fällt, oder aber ich einfach so aus Dummheit auf die Fresse gehe. Tramschienen zum Beispiel sind auch ziemlich fies, weil wenn einen mal triffst, dann sagt sie, was ich hin will. Und das endet dann meistens damit, dass die letzte dumme Pech hast. Kein Tram. Doch mein Velo hat super Kraft an sich. Es läutet nämlich bei der kleinsten Erschütterung. Und ich fahre durch die Strasse. Ding, 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 ding. Immerhin, jetzt wissen alle, wo ich bin. Könnte sicher nützlich sein, bräuchte ich mal ein Alibi. Aber eigentlich denke ich, dass es die meisten Leute einfach nervt. Einfach nur nervt. Einfach nervt. Einfach nervt. Mein Velo ist ein Geschenk von meinem Papi. An der Velobörse hat er sich geschnappt für knapp 150 Stutz. Aber leider ist die Sattelstange zu kurz, da muss zum ersten Mal Ersatz her. Und wenn's nur das wäre, es lottert alles ein bisschen, aber das meiste nehmen in akzeptablen Massen. Es gibt nur ein, zwei Sachen, zum Beispiel das Schloss ist in Arbeiten gewesen, aber der Schlüssel natürlich nicht. Und mein Rücklicht, oh oh, mein Rücklicht. Und es aufgeht mit dem, bitte fragen nicht. Aber bevor der Moment kommt, wo er euch denken, Dude, was ist das für ein Luxusproblem, Mann, weil ich das erwähnt habe. Ich mag meinen Drahtesel, weil er bringt mich ziemlich geschwind von B zu A. Jerry sind egal, solange es noch fährt. So nehmen wir ihnen mein Velo, eine super Kraft an sich. Es liegt nämlich. Immerhin, es wissen alle, wo ich bin. Könnte sicher nützlich sein, bräuchte mal ein Alibi. Aber eigentlich denke ich, dass es die meisten Leute einfach nervt. Einfach nur nervt. Einfach nervt. Einfach nervt. Ein bisschen wie das Lied. Aber du durch Pars verkurst, oder? Schalalala. Der Start der Q-Tag, statt du rufst mir la 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 la. Wir probieren uns das ganze Bärsortiment. Sind immer froh, das neue Bärsorte haben. Aber eins kann ich euch sagen: Kalalalala, da ist Leben. Die anderen sind okay, aber eben. Kalalalala, gestört, das Deutsche, la 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 la. Der Kopf brummt bei der Kippen und für den Mann ist es egal, la 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 la. Wir probieren uns das ganze Bärsortiment. Sind immer froh, wenn's neue Bärsorte haben. Aber eins kann ich euch sagen: La 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 la, da ist Leben. Die anderen sind okay, aber eben. Und la 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 la
der Brauerei produziert seit 240 Jahren das Bündner Lebenselixier. Wenn du's nicht kennst, probier's, weil eins kann ich euch sagen. Galalalala, da ist Leben. Die anderen sind okay, aber eben. An Galalala kommt's nicht rein. Nein, eins kann ich euch sagen. Galalalala, da ist Leben. Die anderen sind okay, aber eben. An Galalala kommt's nicht rein. Nein. Ich bin zwar schon klein älter, das heisst, ich hab viel Ahnung. Wenn andere ganz panisch sind, bin ich in der Regel gar nicht. Ich weiss, passieren kann mir fast nicht, weil ich ein reicher Mann bin. Ist klar, dass ich mit dem Tag denke, vor der Frau an Agib. Ich sag, was stimmt und wenn's nicht stimmt, ist so, dass du gleich falsch bist. Ich mach dir fertig, wär's nur ab. Gescheiden, wenn jetzt abstichst, ich weiss, die Welt funktioniert und sei so, wenn ich sie haben will. Und wenn sie dann doch aufbegehrt, dann kaufe ich sie immer als still. Will sie dich einfach dir wie ich. Bist denn du für die Paarung und zur Not auch mal nicht auf ein vernehmlicher Basis. Ich bin der Beste, gar nicht was ist das, wo ich fest annehm. Klar sie und wenn nicht, dann haben sie keine Ahnung. Oh, 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 oh. Ha, 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 ha. Oh, 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 oh. In letzter Zeit geht's gegen Wind, das passt mir also gar nicht gegen den Shitstorm, träge ich Pellerin aus Lügen, wo alles rabperlt, aber stinkt trotzdem schon. Und das macht mir richtig rasend und dann teile ich einfach aus an jeder, wo mich angreift. Mir zieht sein ist dann ich, dass das nicht das ist, wo ich habe so viel Asphalt-Energie. Und davon habe ich nicht mehr zu viel und es gibt ja noch Plan B. Und das wäre der folgende, ich entschuldige mich brav, dreh mich ab und mach einfach weiter. Einfach weiter, als ob nichts gewesen wäre. Einfach weiter. Wieso will sie dich helfen, dir wie ich? Bist denn du für die Paarung und zur Not auch mal nicht auf vernehmlicher Basis? Ich bin der Beste, gar nicht was ist das, wo ich fest annehm. Sollte alle klar sein und wenn nicht, dann haben sie keine Ahnung. Folgt ab draus, dass ich natürlich annehm, dass ich auf der Welt der einzige allwissende Star bin. Und das beißt sich dann natürlich mit der Gegenansicht. Ich möge doch um Himmels Willen aussterben, ja.